Jahr 2030. Die Menschheit, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr, da in den vergangenen 6 Jahren massive Entwicklungen stattgefunden haben. Nun, blicken wir gemeinsam zurück auf das Jahr 2024. Erste Roboter werden in den Haushalten der Menschen eingesetzt. Sie sind Maschinen ohne Emotionen, welche den Menschen helfen sollen, den Alltag zu bewältigen. Sie übernehmen kleine Aufgaben wie Putzen oder Rasenmähen. Dadurch hat der Mensch nun viel mehr Zeit, sich seinen eigenen individuellen Interessen zu widmen. In den Jahren 2024 und 2025 steht somit die Individualität und Emotionswelt des Menschen im Vordergrund. Die Individualität wird vor allem durch den Einsatz von Maschinen und der damit entstehenden Freizeit gefördert. Die Roboter übernehmen in den Jahren auch die Aufgabe, Menschen mit sogenannten Handicaps zu helfen. Sie sind in der Lage, Texte vorzulesen, akustische Reize zu verschriftlichen oder Sachen zu greifen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Diese Funktionen werden jedoch schon ab dem Jahr 2026 nicht mehr nötig sein, weil die Wissenschaft große Fortschritte gemacht hat. Wir sind nun in der Lage, menschliche Fehler zu beheben, da es technische und elektronische Mittel gibt, die das Gehirn so stark beeinflussen, dass Blinde wieder sehen, Taube wieder hören und Gelähmte sich wieder bewegen können. Menschen mit fehlenden Körperteilen wie Arm oder Bein bekommen Metallkonstrukte anoperiert, welche eine Symbiose mit dem Körper eingehen. Auch unser Beispielmensch muss nun keine Brille mehr tragen, denn dank eines Chips wurde seine Sehkraft um 200% verbessert. Der wissenschaftliche Fortschritt beeinflusst auch die Welt der Roboter. Sie übernehmen immer größere Aufgaben und kümmern sich nun um unsere Kinder, ersetzen Lehrer oder operieren anstelle von Ärzten. Damit sie auf eine Situation angemessen reagieren können, werden die Emotionen einprogrammiert. Nun sind sie in der Lage, Freude und Wut, Begeisterung und Trauer zu zeigen. Da sie Aufgaben im sozialen Bereich, vor allem den Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen übernehmen, wird auch ihr Äußerliches immer menschlicher gestaltet. Sie bekommen Haare und richtige Augen, damit sie Kindergarten und Schulkinder nicht mehr so fremd erscheinen. Auch unser Beispielroboter hat nun Haare bekommen und verfügt über menschliche Augen. Er kann weinen und mit den Augen rollen, was ihn viel menschlicher wirken lässt. Nach und nach werden die Roboter immer mehr zu den neuen perfekten Menschen und entwickeln aufgrund der vielen menschlichen Eigenschaften und Emotionen, die wir ihnen einprogrammiert haben, ein eigenes Bewusstsein. Sie handeln, denken und fühlen ab dem Jahr 2028 selbstständig. Da sie im Gegensatz zu uns Menschen 24 Stunden am Tag werktätig sein können und keine körperlichen Grenzen haben, übernehmen sie all unsere Arbeitsplätze. Sie werden zu Chefs von großen Firmen ernannt und erreichen die Gleichberechtigung von Menschen und Robotern. Da sie die Großzahl unserer Bevölkerung ausmachen, besitzen sie 2028 bereits die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag. Sie haben eigene Parteien gegründet und werden auch einen Roboter als Kanzlerkandidaten stellen, welcher gewinnen wird. Die Menschen merken langsam, dass es nun eine Lebensform gibt, die uns übergeordnet und stärker ist. Wir haben keine Arbeit mehr, da ein Roboter die zehnfache Arbeit in derselben Zeit schafft. Außerdem machen sie weniger Fehler. Wir verlieren unsere schön großen Wohnungen und müssen in die Randbezirke der Stadt Städte ziehen, welche ursprünglich als Lagerplatz für Roboter genutzt wurden. Mit der Zeit geht es uns immer schlechter. Damit wir etwas an unserer Situation ändern können, lassen wir uns perfektionieren. Wir bekommen Chips implantiert und elektronische und metallische Geräte in unseren Körper eingesetzt, welche uns leistungsfähiger machen und nicht mehr nur der menschlichen Fehlerbehebung dienen. Diese bezeugen aber auch, dass Charakterzüge, die uns ursprünglich als menschliches Individuum ausmachen, stark abgeschwächt werden. Wir fühlen weniger Liebe, Hass, Trauer und Verbundenheit. Auch äußerlich lassen wir uns anpassen, wie man an unserem Beispiel Mensch gut sieht. Er hat keine Sommersprossen, Augenringe mehr und eine unnatürlich perfekte Haut. Uns zu perfektionieren ist unser einziges Ziel, weil wir danach streben, wieder einen guten Beruf, ein Haus und Geld zu haben. Wir wollen wieder die Stärksten werden. Dieser Wunsch führt so weit, dass wir unsere Individualität komplett verlieren. Wir sehen alle gleich aus, wir handeln alle gleich und wir denken alle dasselbe, da wir alle immer die rationalste und rein rechnerisch perfekte Lösung sehen. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind fast komplett abgebrochen, da wir keine echten Gefühle kennen. Wir sind leer und grau. Die Roboter hingegen führen nun Beziehungen zueinander, die man als Freundschaft bezeichnen könnte. Sie haben Freizeitaktivitäten für sich entdeckt und Familienkonstrukte gebildet.
Wenn man heute im Jahr 2030 auf die Straße geht, kann man nicht mehr unterscheiden, wer Mensch und wer Roboter ist. Haben wir uns zu einer neuen Spezies entwickelt, an welche sich von zwei Seiten angenähert wurde? Sind wir eine Art Robomensch geworden? Bis zu welchem Punkt ist ein Mensch noch ein Mensch und ein Roboter noch ein Roboter? Vielen Dank.